Sprache ist endlos variabel. Jeder von uns kann unendlich viele Sätze in der eigenen Muttersprache kombinieren und das schon in jungen Jahren. Eigentlich sobald wir lernen, Sätze zu bilden. Wie ist das möglich? In den frühen 50er Jahren hat Noam Chomsky eine Theorie aufgestellt mit dem Grundgedanken, dass der Schlüssel zu dieser Vielseitigkeit Grammatik ist. Die bekannte grammatikalische Struktur von einem unbekannten Satz gibt dem Satz seine Bedeutung. Er behauptete, dass es Grammatikregeln gibt, die auf alle Sprachen zutreffen und dass die Regeln natürlich sind. Das menschliche Gehirn ist dazu fähig, Sprache gemäß jener Regeln zu verarbeiten. Er nannte diesen Fachbereich Universalgrammatik und setzte Untersuchungen in Gang, die die Linguistik und die entstehenden Kognitionswissenschaften jahrzehntelang beeinflussten. Chomsky und andere Forscher fingen an zu untersuchen, was die zwei Hauptelemente der Universalgrammatik sind. Erstens, ob es überhaupt Grammatikregeln gibt, die in allen Sprachen vorkommen. Und zweitens, ob diese Regeln im menschlichen Gehirn gespeichert sind. In seinen Bemühungen, die Universalgrammatik festzulegen, entwickelte Chomsky ein Analysemodell, das bekannt ist als generative Syntax. Der Syntaxbaum ist hierarchisch aufgebaut und zeigt die Wortstellung in einem Satz. Dadurch kann man eventuelle Strukturen erkennen. Basierend auf dem Syntaxbaum könnten wir annehmen, dass Adverbien in Sätzen mit einem Verb vorkommen müssen. Aber anhand mehrerer Daten wird schnell deutlich, dass Adverbien auch außerhalb von Verbalphrasen vorkommen. Dieses vereinfachte Beispiel veranschaulicht ein größeres Problem. Man braucht sehr viele Daten von jeder einzelnen Sprache, um erst die Regeln für jede Sprache zu bestimmen, bevor man überhaupt damit anfangen kann, festzulegen, welche Regeln alle Sprachen gemeinsam haben. Als Chomsky die Universalgrammatik einführte, gab es von den meisten Sprachen keine Aufzeichnungen, die man mit der generativen Syntax hätte analysieren können. Selbst mit sehr vielen Daten bleibt es komplex, die Struktur einer Sprache auszuarbeiten. Nicht einmal nach 50 Jahren können wir Englisch komplett verstehen. Je mehr Daten gesammelt und analysiert wurden, desto deutlicher wurde, dass sich Sprachen sehr unterscheiden. Diese Erkenntnis stellt also in Frage, dass es universelle Grammatikregeln gibt. In den 80er Jahren passte Chomsky seine Theorie an und versuchte, diese Erkenntnis einzubauen. Laut seiner neuen Hypothese der Prinzipien und Parameter teilen alle Sprachen bestimmte grammatikalische Prinzipien, aber unterscheiden sich in den Parametern, das heißt in der Anwendung der Prinzipien. Zum Beispiel ein Prinzip ist, dass jeder Satz ein Subjekt haben muss. Aber der Parameter, dass das Subjekt explizit genannt werden muss, hängt von der jeweiligen Sprache ab. Die Hypothese der Prinzipien und Parameter konnte aber immer noch nicht klären, welche Prinzipien genau universell sind. Zu Beginn der 2000er stellte Chomsky fest, dass es nur ein gemeinsames Prinzip gibt, die Rekursion. Man verschachtelt Strukturen ineinander. Wie zum Beispiel hier, wo drei Sätze ineinander verbaut sind. Oder dieser Satz, in dem drei Nominalphrasen ineinander verbaut sind. Rekursion kam in Frage als universelle Grammatikregeln, weil es viele Formen annehmen kann. Allerdings publizierten Linguisten 2005 eine Untersuchung über Piracha, eine Amazonassprache, in der es anscheinend keinerlei rekursive Strukturen gibt. Was ist dann mit dem anderen Teil von Chomskys Theorie, nämlich dass unsere Sprachkompetenz angeboren ist? Als er die Universalgrammatik vorstellte, hatte die Idee, dass die Aneignung von Sprache genetisch veranlagt ist, tiefgreifende und revolutionäre Auswirkungen. Es stellte das vorherrschende Paradigma, die Verhaltensforschung, in Frage. Verhaltensforscher argumentierten, dass sich Menschen und Tiere jegliches Verhalten, Sprache einbezogen, außerhalb des eigenen Verstandes aneignen. Der Verstand ist ein unbeschriebenes Blatt. Aktuell sind sich Wissenschaftler sicher, dass Behavioristen falsch lagen und dass es in unseren Genen noch einen kodierten Mechanismus gibt, um Sprachen zu lernen. Viele glauben, dass derselbe Mechanismus sowohl für Sprachen als auch für andere kognitive Prozesse verantwortlich ist. Chomskys Idee von einem spezifischen, isolierten und angeborenen Sprachvermögen widersprechen sie. Durch die Universalgrammatik wurden allerdings viele Sprachen, die zuvor keine Beachtung fanden, dokumentiert und erforscht. Außerdem wurde eine alte Idee überdacht und im Endeffekt vom Thron gestürzt, um Platz zu machen für das zunehmende Wissen über unser Gehirn.
Erweitere deinen Horizont mit diesen Videos und abonniere diesen Kanal. So verpasst du nie die Chance, etwas Neues zu lernen.